Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder bei Return to Monkey Island. Ach, statt hier wäre jetzt irgendwas. So, wir wollen jetzt eigentlich das Geheimnis hier von Monkey Island lösen und ja, haben jetzt hier noch einige Aufgaben, diesen dummen Kammern hier zu lösen. Keine Ahnung. Der Blutdrinnigste, ja. Dauernd wird uns der Weg versperrt. Ich weiß nicht warum. So, wir haben jetzt hier so Affenstatuen. Mitleid mit einem traurigen Affen. Hä? Bei diesem eckigen Ding kann man das leider. Ja, hier ist anscheinend was kaputt. Warum ist hier so ein Abfluss? Mitleid. Was kann ich mit dem machen? Was haben wir hier? It looks like its leg is hurt. Sieht aus, als wäre sein Bein verletzt. Ja, da ist schon ein Holzbein hier. Ah, okay. Hier ist irgendwie nichts, ne? Komisch. Mein Gott, wer macht sich so eine Mühe, so was alles zu bauen? Und Quatsch. Oh, hier ist irgendwo, er ist relativ kaputt. Das wird ein Problem sein, ja. Okay. Das ist alles eine Kulisse hier, also. Warum ist hier so ein Gitter? Das sieht aus wie so eine Betonfigur irgendwie, ne? Was ist das denn jetzt? This is gonna be a problem. There's no way I'm getting through there. Okay. Moment, das war ein eingestürzter Gang. Ah. There's no way I'm getting through there. Irgendwas, das man damit verwenden kann? Ich kann hier schlecht verbinden hier. Mitleid mit dem traurigen Affen. Was steht da? Warum schreibt man das überhaupt hin? The bloodthirsty pirate will pass. Blutrünstig. Soll ich die nicht mit dem Messer irgendwie bearbeiten, oder was? Die Statue stechen? Im Ernst? Moment. Kann man diesen Krug? Den Krug füllen. Okay, habe ich gemacht. Aber was nützt mir das jetzt? Einen erfrischenden Schluck nehmen? Im Ernst? Ich glaube nicht, dass Blutrünstigkeit wörtlich zu nehmen ist. Zumindest hoffe ich das. Okay. Das ist ein merkwürdiges Rätsel. Muss ich das hier auch machen? Ich habe mich auch gepiekst. Aber, der Krug ist ja jetzt voll. Also den brauche ich ja jetzt nicht nochmal nehmen. Den stinkt den jetzt aus. Das ist ein komisches Rätsel. Okay, aber gut. Blut drin sich, ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Gibt es nichts zu stechen, außer großartig also die Beine. Damit irgendwas machen? Ach, klar. Da muss immer was reinlaufen. Da die kaputt ist, können wir das mit dem Krug simulieren. Weil die Tür reagiert auf Feuchtigkeit anscheinend. Da ist ein Feuchtigkeitssensor drin. Klar, den hat man hier zu der Zeit auch gehabt, ja. Keine Ahnung, wer sich sowas ausfallen, einfallen lässt. Das, sonst wäre die ausfallend. So. Das ist ja verrückt. Okay. Komme ich jetzt hier wieder raus? Verdammt. So, Treppe hinunter müssen wir jetzt. Wow. Wow. Oh. Klonk. Oh.
Halleluja. Das war knapp. Wir sollten also nicht so lange hier rumstehen. Ist ja immer so, wenn man hier Rätsel lösen will, fällt immer alles zusammen. Das ist ja tausende von Jahren steht sowas und dann kommt ein Typ, macht irgendwas, bums, fällt alles zusammen. Logisch. Das fasse ich nicht an. Was muss ich denn jetzt hier machen? Captain Madisons Hut. Mach's gut, Captain Madison. Das sind eine dieser Krimis, in denen die Personen so viele Feinde haben, dass sie Beamten nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Das äußere Rad drehen, das innere Rad drehen. Was bringt das? Hä? Wofür ist das gut? Irgendwas mit dem. Die Truhe öffnen, das können sie. Okay, dann finden wir den Chuck finden. Also müssen wir den Chuck finden. Was bringt mir das hier? Welches Datum brauche ich denn? Da muss ich diesen Figuren hier am Rand zu tun. Jetzt bin ich aber gerade überfragt hier so ein bisschen. Welches Datum soll denn hier gemeint sein? Wie weit geht denn das? Das ändert sich ja jetzt nicht großartig, oder? Egal, welchen Kopf ich da jetzt nehme. Irgendwo, ist hier irgendwo ein Datum drin? Nirgendwo ein Datum 15. Da bin ich jetzt aber echt überfragt. Dann gehe ich mal ins Hinweisbuch, weil das sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts, dieses Rätsel. Ach so, das ist wie die. Früher gab es bei den Spielen ja diese Kodierscheiben, mit denen man den Kopierschutz umgehen sollte. Beziehungsweise bestätigen musste, dass man es real gekauft hat. Aber das haben wir jetzt hier natürlich nicht.
Ach, hier ist was. Eine Steinplatte. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Da steht was drauf geschrieben. Ein fieser erster Offizier aus Verdun. Sein Haar im Blut warf allen aus der Bahn. Seine Lippen waren so dick wie zwei Masten auf dem Rigg. Und der Kiel holte seine Mannschaft aus das vollständige Buch der Piraten im Rigg, veröffentlicht im Jahr 1550. Da kommt ja noch so eine Idee. Okay, dann müssen wir das auf 1550 stellen und dann irgendwie das passende Gesicht irgendwann mal finden. Also, okay, das ist jetzt aber so ein semi-gutes Rätsel, finde ich. Uah. Oh, welcher Schädel passt denn jetzt hier? Ah, okay. Trial and Error. Okay, das hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Okay. Jetzt kommen wir endlich. Ich war gerade tief in von Pilzen, Lava durchzogenen Höhle unter Monkey Island Trademark. Und jetzt bin ich... Oh nein. Noch nicht. Warum sind die Tiere hier so? Die sind nicht echt. Die Möwe hängt an einem Seil und die Maus läuft auf so einem Apparat lang. Soll ich? Popcorn? Score! Free Popcorn! Wieso habe ich hier Popcorn? Score! Treffer! Gratis Popcorn! Was ist das jetzt? Die Fenster sind nur aufgeklebt und sie sind nicht einmal gerade. Obere Straße 6 Meter, Halle der Piraten 3 Minuten, weitere Toiletten bei Dinky Island. Okay. Was zum Teufel ist da unten? Schön, dass du es geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance für den Schlüssel austrennigen, Schlosserin. Was soll das heißen, ist Geschäftsschluss? Ich bin gerade erst gekommen. Ah, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meinen Schlüssel und schalte deine Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Guybrush, bist du bereit zu gehen? Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Ach, hier das. Wo sind wir hier? Das sieht aus wie Phantasialand hier oder so ein Vergnügungspark. Das ist nur eine Figur. Fisch, wir haben einen frischen Fisch. Har, har. Das ist alles nur Kulisse. The switch is locked. Okay, Otis. Das ist nur eine. Du musst mich hier rausholen. Ich gebe der Regierung die Schuld. Ich bin das Opfer der Umstände. Das ist alles eine riesige Jahrmarktskulisse. Das ist die Truhe mit dem Geheimnis. Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Dan seine Finger wirklich im Spiel halte, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Verflixt, die ist verschlossen. Wenn es doch nur einen Schlüssel gäbe. Ja, natürlich keinen Schlüssel, ist klar. Wir haben Tausende. Der Schlüssel passt nicht. Noch nein, im Ernst? Ja, nur genug Schlüssel, oder? Mich veräppeln? This key doesn't fit. Ich habe die Schule an dem Tag geschwänzt, an dem die Schlösser Knacken gelernt haben. Wir können die nicht aufmachen? Was ist das denn?
Wie hat er mir denn alle Schlüssel gegeben? His key doesn't fit. Geht nicht. Und hier ist so ein Diorama, wo Richard. Die sehen fast echt aus. Die Schlosserin. Ah, hier ist das. Das war enttäuschend einfach. Ich frage mich, was hier los ist. Ich will jetzt endlich wissen. Interessant. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden und alles, was es war, war dieses blöde T-Shirt. Was? Ist da noch was drin? Es ist leer. Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein. Miss Stan macht die Chuck jedes Mal besser. Das Geheimnis ist mein. Nun zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Es gibt kein Geheimnis von Monkey Island. Wir haben alle Jahre dieses Spiel völlig umsonst gespielt. Es war alles nur eine Illusion. The switch is locked. Dann machen wir jetzt den Laden dicht, Freunde. The switch is locked. Das ist ja ein Ding. Okay. Dann, ja, ich bin auch ein bisschen geschockt. Aber gut, wenn das so ist, dann war alles, was wir bisher erlebt haben, nur Erzählung. The switch is locked. Im Monkey Island Erlebnispark. Ja. Und der letzte macht das Licht aus. Was sagst du dazu, Honighäschen? Was ist das hier? Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis, ein Piratenabenteuerpark, gegründet 1889 von R. Gilbert. Ja. Ein Piratenpark. Ich bin mir nicht sicher, wo ich auf einmal bin. Du bist genau hier bei mir, aber wir sollten nicht so lange hier bleiben. Ich war gerade im Untergrund auf Monkey Island und jetzt sind wir auf Melee Island. Manchmal vergehen die Dinge wie im Flug, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Ich habe das Geheimnis gefunden. Ein T-Shirt. Du hast es endlich geschafft. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Darüber werde ich nachdenken müssen. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. Mit diesen Fechtdingen am Ende. Wie bist du vor mir hierher gekommen? How did you get here before me? You know, I du weißt, dass ich immer versuche, einen Schritt voraus zu sein. Hast du was Neues mit deinen Haaren gemacht? Have you done something new with your hair? Got ruffled. Ich wurde im Kampf zerzaust. Like das gefällt mir. Tja. Das sagtest du bereits. Ich schätze, das stimmt. Tja, dann war es das wohl. Ich bin bereit zu gehen. Gut, ich auch. Und das war das Geheimnis von Monkey Island. Das war's. Was? Dad, das war ein albernes Ende. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Du bist mies, wenn es um das Ende geht. Ich dachte, du magst alberne Enden. Du und Chucky spielt das Ende von Monkey Island 2 wirklich albern. Das ist etwas anderes. Wir sind Kinder und wir albern nur rum.
one who said you can't just change things. Du bist derjenige. Du hast gesagt, so funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Hab ich das? Ich will das Geheimnis wissen. Du musst mir sagen, was du wirklich in der Truhe gefunden hast. Ja, das ist, ja. Es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, was das Geheimnis ist. Typische Erwachsenenantwort, wenn man nicht genau weiß, was man sagen soll. Es ist nicht kein Stein oder keine Banane, es ist eine Geschichte. Sie verändert sich mit der Zeit und der Person, die sie erzählt. Jeder, den du fragst, wird eine andere Vorstellung haben. Mom, Dad will mir nicht sagen, was das Geheimnis ist. Willst du den Kopf unseres Sohnes wieder mit deinen haarsträubenden Geschichten? Ich habe ihm die Geschichte erzählt, in der wir das Geheimnis von Monkey Island gefunden haben. Ach, die... Jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, wird das Ende seltsamer und seltsamer. Lass uns zu den Docks gehen und zusehen, wie die Galeone ausläuft. Juhu! Ich habe die verlorene Karte zum Schatz von Miri Island gefunden. Es wird ein lustiges Abenteuer. Wir sehen uns unten. Tja. Interessantes Ende. Lasse Monkey Island, geschaffen von Ron Gilbert. Puh. Nee, jetzt bin ich noch ein bisschen so Konzeptart. Das ist natürlich jetzt ein Ende, das einen doch sehr überrascht. Angefangen das ganze Jahr mit dem Besuch im Vergnügungspark. Von Guybrush mit seiner Familie und es endet in einem Vergnügungspark sozusagen. Und alles, was er dazwischen erlebt, war im Grunde seine Erzählung, die dann endet, indem er wieder in der Realität ist sozusagen. Tja, im Grunde ging es eigentlich nur ums Geschichtenerzählen dieser ganzen Geschichte. Das hatte ja auch was zu tun mit den, ja, mit diesen Seemannsgarn und diesen Anglerlateien, das wir die ganze Zeit machen mussten. Lernen, wie man eine Geschichte erzählt und ausschmückt, sodass es spannend ist. Und bis zum Ende haben wir hier versucht, unsere Geschichte zu erzählen, die spannend und ausgeschmückt und verrückt ist. Tja, mit einem Ende, das sich dann vielleicht jeder selber ausdenken soll. Was ist wirklich eine Truhe? Also, tja, das ist mutig, sag ich jetzt mal, so ein Spiel, das so gehypt wurde und auf das viele so gewartet haben, auf eine Reihe, die so einen großen Namen hat, dann so ein Ende zu machen, das wirklich nichts so wirklich klar lässt, wo man doch sehr überrascht da steht und denkt, what the fuck ist das jetzt? Aber cool, ja, warum nicht? Kann man mal drüber nachdenken, was das Ganze jetzt eigentlich bedeutet hat, was wir jetzt gemacht und gesehen haben. War einfach nur eine verrückte Geschichte, die er seinem Kind erzählt hat, seinem Sohn. In Wirklichkeit ist er nur ein Buchhalter und erlebt mit seiner Frau vielleicht noch so kleine Abenteuer. Wie jetzt am Schluss hat sie gesagt, sie hätte so eine Schatzkarte gefunden. Vielleicht machen sie ja wirklich noch so Abenteuersuche, aber Monkey Island war so sein größtes Ding. Vielleicht hat das Geheimnis auch nie gefunden, aber die ganze Geschichte drumherum, die Reise, das Suchen, die Auseinandersetzung mit LeChuck, das ist eigentlich das Eigentliche, was die ganze Geschichte ausmacht. Das Geheimnis an sich ist ja nur ein Auslöser, aber eigentlich, was es letztendlich ist, wahrscheinlich komplett unwichtig. Okay, das ist ein sehr interessantes, mutiges Ende für so ein Spiel. Um so einfach zu sagen, alles, was wir erlebt haben, war eine Illusion. Einfach eine Geschichte, die erzählt werden wollte. Ja. Oh, Robbie Williams wird auch mitgesungen. Nee, einfach Ingenieur diesmal. Okay. Versteckt sich immer so, als tarnt sich. Griechenland? Ja, sehr interessant. In der Zeichnung, wie es im Voodoo-Shop aussehen soll. Stimmbearbeitung.
Ja. Dann die deutsche Übersetzung. Das ist eine interessante Zeichnung. Ich glaube, das hätte ich auch hingekriegt. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Was findet ihr? Wie das Ende war? Was haltet ihr davon? Was sagt euch das Ganze? Jetzt, wir haben jetzt diese Geschichte durcherlebt. Wir haben versucht, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Und plötzlich am Ende heißt es, war alles eigentlich im Grunde nur eine Geschichte. Wir waren inspiriert von diesem Vergnügungspark und haben uns in diese alte Sache wieder reinversetzt gefühlt, sozusagen, weil alles echt war, könnte man behaupten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, irgendwann hat er dann nach den ganzen Abenteuern aus Teil 1 oder 2 mit Stan Vergnügungspark gegründet und dann erlebt man da die Geschichte mit LeChuck immer wieder neu, sozusagen. Keine Ahnung. Puh. Tja, sehr verblüffend. Japanisch, Chinesisch, mein Gott, das muss in jeder Sprache übersetzt werden. Das ist ja echt der Wahnsinn. Und ich warte jetzt noch, ob am Ende noch was kommt, weil ich habe gehört, also da soll noch irgendeine Geschichte kommen oder irgendein Bild oder sowas. Das vielleicht nochmal so ein bisschen Klarheit bringt oder sowas, keine Ahnung. Spieletester. Also ein Zeichnen aus dem Storyboard. Grumble, grumble. Ja, also gab es so viele Sachen, wo man nicht wusste, was bedeuten die eigentlich. Solche diese Graffitis alle in der Stadt. Und was ist aus Wally geworden? Und es gibt so viele offene Fragen eigentlich. Was ist mit dem Hafen? Was ist wirklich mit Stan passiert? Und Ortiz, ist da jemand aus dem Gefängnis gekommen? Keine Ahnung. Gibt es die Figuren überhaupt alle? Das ist alles nur ein Traum? Hat man das alles nur unter der Dusche erlebt? Ich weiß es nicht. Oh, so viele Haustiere. Miri, Pep. Nennt sein Kind und sein Tier den Xanthus. Das ist Caracy, the Dog, Doa, Kitty. Riley, Drake. Okay. Puh. Die ganzen Mitarbeiter von Lucasfilm, die müssen wir jetzt auch noch alle genannt haben. Ich glaube, ich spule das wirklich was vor noch. Clearance Specialist. Hallo, die ganze Buchhaltung wird hier genannt. Wofür? Die Putzausrüstung ist auch dabei. So, ganz besonderen Dank an George Lucas, der so viel hier mitgearbeitet hat. Ja. Terrell Toybox. Ja, das war eine sehr interessante Toybox heute. Das ganze Spiel war eine einzige Toybox. Oh, eine Banane? Hä? Dem Sammelalbum ist was Neues hinzugefügt worden. Hey, willst du mein richtiges Pratalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Da bin ich, Guybrush Threepwood. Früher wurde man Pirat immer 3 Prüfungen absolviert, um seinen Wert zu beweisen. Damals lernte ich Elaine kennen, die Liebe meines Lebens, sie war zu der Zeit Gouverneurin. Bei den Diebstahlsprüfungen musste man das Haus der Gouverneurin einbrechen, die Sicherheitsmaßnahmen waren enorm.
Die Beherrschung des Schwertkampfes war mehr eine Frage des Verstandes als der Geschicklichkeit. Schatzsuche ist für jeden Pirat wichtig. Treasure hunting is important for the test of thievery involved breaking into the governor's mansion. Things took an unexpected turn. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich die drei Prüfungen arbeitete. Elaine wurde vom ruchlosen Geisterpirat LeChuck entführt und nach Monkey Island gebracht. Okay. Ja, das. LeChuck dachte, er sei in Elaine verliebt. Mein erstes Schiff war die Sea Monkey. Ich habe sie bei Stans gebraucht, Schiff Bazaar gekauft, mit einem Kreditbrief, den ich quasi gefälscht habe. Ich habe eine Mannschaft zusammengestellt. Kana, Otis und Mithok sind mit nach Monkey Island gereist, um Elaine zu retten. Jetzt erleben wir es genug. Ne? Monkey Island war ein dampfvulkanisches Geheimnis, das mit Dschungeln bedeckt und auf einer keiner Karte zu finden war. Es lebten einige Leute, die behaupteten, Kannibalen zu sein, aber ich glaube, das waren nur Show für die Touristen. LeChucks Geisterschiff lag in einer Lavasee vor Anker, versteckt unter der Oberfläche der Insel. Der Affenkopf öffnete man mit einem speziellen Schlüssel, den man in sein Ohr steckte. Ich traf dort einen alten Schiffbrüchigen, Herman Toothrot, der sich mit den Einheimischen viele empörte Briefe schrieb. Wir kehrten nach Melee Island zurück und erlebten einen atemberaubenden Abschluss meines ersten großen Abenteuers. Es stellte sich heraus, dass Elaine bereits alles unter Kontrolle hatte. Wie macht sie das nun? Inzwischen hatte ich herausgefunden, dass Geister wie LeChuck empfindlich auf Malzbier reagieren. Vertraut mir einfach, es funktioniert. Ich habe LeChuck besiegt und er ist praktisch explodiert. Es war der Beginn von etwas Magischem. Diese sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Whoop finden wollte. Ich habe einen guten Freund getroffen, der Karten herstellte, und ich habe seinen Monokel gestohlen. Gute Zeiten. Elaine scheint immer zu wissen, wann ich sie brauche. Die geheimnisvolle Voodoo-Lady im internationalen Markt für Mojo hat mir beigebracht, wie man eine Voodoo-Puppe herstellt, was sich mehr als einmal als nützlich erwies. Am Ende war es wieder mal LeChuck und ich. Er setzte Magie ein, aber andererseits tat ich das auch. Die Karte zum Schatz war in vier Teile zerrissen worden, was, seien wir mal ehrlich, so ziemlich das Piratigste ist, was es gibt. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt nie auf. Ich wurde von einer Schlange gefressen. Ich habe absichtlich einen Vulkan zum Ausbruch gebracht. Es gab nicht viel, was ich für Elaine tun würde. Ich wurde lebendig begraben. Zu dieser Zeit traf ich Murray, den angeblich allmächtigen Dämonenschädel, nach einer mitreißenden Seeschlacht. Naja, frisch verheiratet. Für LeChuck ging die Sache nach hinten los, denn Elaine und ich heiraten, als alles vorbei war. Spiel, Satz und Sieg für mich. Es war ein toller Tag, auch wenn ich im Nachhinein gesehen, die Schumm-Skambar nicht mit dem Catering hätte beauftragen sollen. Skambar mit dem Catering. Das ist das Gänseblümchen, auf das wir gemeinsam getrampelt sind. Hochzeitstradition. Das ist in der Tat eine komische Hochzeitstradition. Das sind wieder Elaines Brautschleier oder mein Taschentuch. Wir haben sie aufeinander abgestimmt. Ja. Ich weiß nicht, warum man auf einer Hochzeit kandierte Mandeln haben muss, aber anscheinend muss man das. Muss man das? Ich habe ein tolles Haiku für den Hochzeitsplanung geschrieben. Oh Mann, war das eine verrückte Zeit, als LeChuck sich mit einem australischen Milliardär zusammentat und versuchte, Elaine mit einem mystischen Talisman zu seiner Braut zu machen. Die ultimative Beleidigung war nicht wirklich ultimativ oder überhaupt eine Beleidigung oder etwa doch. Alles begann damit, dass man dachte, Elaine sei tot und deshalb eine Wahl abhielt, um sie zu ersetzen. Ich bastelte ein albernes Monster aus den Prothesenkörperteilen zusammen. Es hat zwar nichts gebracht, aber ich hatte Spaß dabei. LeChuck und ich lieferten uns damals einen Kampf im großen Stil. Und dann war da noch das eine Mal, als ich versehentlich die Chucks Pocken auf die gesamte Karibik losließ. Zumindest schien es so. Ich musste eine Zeit lang einen Haken tragen, was war sehr praktisch. Die Todeskarte steht normalerweise nicht für den buchstäblichen physischen Tod, außer wenn doch. Ich stand wegen vier verschiedenen Anklagen vor Gericht und musste um mein Leben kämpfen. Ich habe mich natürlich verteidigt.
Oh, hier die Wudepuppe vom Ende meines Big Whoop-Abenteuers. Damit habe ich LeChuck besiegt. Sein Bein ging so leicht ab, wie man einen Laib Brot zerreißt. Das sind die von damals, als ich das Geheimnis von Monkey Island gefunden habe. Aha, jetzt wird's interessanter. Ich begann meine Reise in das Gamba, aber ich merkte sofort, dass es nicht wie in alten Zeiten sein würde. Die neuen Piratenanführer konzentrierten sich aufs Plündern und Brandschatzen, aber Plünderwerte sind nicht alles. Ich habe mehr über Mobs gelernt, als ich jemals wollte. Ich traf auf die ungewöhnliche Entscheidung, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, um nach Monkey Island zu gelangen. Der Dienst auf LeChucks Schiff war eine interessante Erfahrung. Deine Verkleidung hat gut gehalten, bis uns Monkey Island näherten, als sie nun ja eine Fehlfunktion hatte. Ja, klar. Erster Schrubber. Gullet war mein Vorgesetzter. Kein sehr angenehmer Typ. Putra war sehr glücklich, als ich ihn zur Chefköchin befördert hatte. Die eigentliche Rückkehr nach Monkey Island war nicht das, was ich erwartet hatte. Wir alle dachten, dass das Geheimnis irgendwo auf der Insel sein würde. Jeder hat eine Karte. Manche nützlicher als andere. Elaine und ich haben mein altes Schiff, die Sea Monkey, wieder aufgebaut, damit wir zurück nach Mini Island singen konnten. Der vorübergehende Pakt, den ich mit meinen Feinden schloss, erwies sich als etwa 5 Minuten vorübergehender, als ich gehofft hatte. Ich habe einige sehr persönliche Dinge über meinen Erzfeind LeChuck erfahren. Es war ein Wettrennen, um das Geheimnis zuerst in die Finger bekommt. Ich habe alle 5 goldenen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, ob ich sie behalten sollte. Elaine hatte viel um die Ohren, aber am Ende war sie an meiner Seite. LeChuck hat sich wie Madison zusammengetan, aber das war nicht von Dauer. Madison hatte vor, LeChuck zu verraten. Lila hatte vor, Madison und LeChuck zu verraten. Und ich bin mir nicht sicher, ob Trent überhaupt sehr weit vorausgedacht hat. Whitey Bones hat mir alles über die goldenen Schlüssel erzählt. Carla kümmerte sich um die Erdbebenhilfe, so gut sie es unter gegebenen Umständen konnte. Ich habe Stan aus dem Gefängnis befreit. Wally wurde entführt. Die Voodoo Lady ist verschwunden. Ich habe die amtierende Königin entthront und bin die neue Königin von Bermuda. Ich habe Herman Toothrot in seiner gemütlichen Einsiedlerhöhle besucht. Gemütlich. Wir haben LeChuck wieder zurück nach Monkey Island gejagt und ich habe ihn aufgespürt. Elaine hat Flair Gory aufgehalten, während ich in den Affen gegangen bin. Jemand hatte sich eine Reihe von thematischen Piratenaffenrätseln ausgedacht, um die Unwürdigen fernzuhalten. Ich habe Wally gefunden. Ja, das war sehr lustig für ihn. Mir fehlt irgendwas. Oh Mist, wann ist das denn rausgefallen? Oh. Ich habe dieses Modell der letzten Rätsel gemacht. Ich finde es ziemlich toll. Okay. Moment, was ist das? A und D? Oh, ein Brief vom Entwickler, oder was ist das? Wie lange ist denn das? Ach du Scheiße, okay. Das ist von den Entwicklern, ja. 18. Juni 2020. Die Entwicklung wird erst in einem Monat beginnen, aber wir haben schon eine Weile darüber nachgedacht. Das scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um ein paar Gedanken aufzuschreiben und sie dann als Zeitkapselbotschaft in unserer Zukunft in East aufzubewahren, was wir mit Return to Monkey Island vorhaben. Wer weiß, vielleicht lernen wir ja etwas. Monkey Island war schon immer ein Spiegelbild des Lebens der Menschen, die die Spiele entwickelt haben. The Secret of Monkey Island geht es um einen jungen Menschen, der sich aufmacht, eine aufregende neue Karriere zu verfolgen. Als Designer in unseren 20ern waren wir alle genau das. Die Fortsetzung mit Chuck's Revenge handelt in vielerlei Hinsicht von der Schwierigkeit, eine Fortsetzung zu machen, oder zumindest davon, was man unmittelbar nach etwas tut, das sich nach einem großen Erfolg anfühlte, aber von der Weltöffentlichkeit unbemerkt blieb. Viele Jahre, 20, später, nachdem Guybrush einige Abenteuer mit anderen Teams erlebt hatte, die ihre eigenen Hoffnungen und Herausforderungen hatten, machten wir uns daran, Tales of Monkey Island als seine Geschichte über Vertrauen zu schreiben, und das ist es auch, aber was für uns am meisten heraussticht, ist, dass es sich wie eine Geschichte über Erwachsene anfühlt. Denn das waren wir. Viele von uns waren damals in ihren 40ern mit Kindern und Leben und einem klumpigen, verkrusteten Schicht von Erfahrung. Wir sind jetzt weit über 50. Wir haben eine lange Karriere hinter uns und viele Spiele gemacht, aber Monkey Island definiert uns immer noch bis zu einem gewissen Grad, oder zumindest sind wir in den Köpfen vieler die Jungs, die vor langer Zeit dieses Spiel gemacht haben. Und es fühlt sich an, als hätten wir noch etwas zu erledigen.
Als sich die Gelegenheit ergab, zu Monkey Island zurückzukehren, waren wir uns ziemlich einig darüber, was wir wollten. Guybrush ist wie wir selbst älter geworden, hat eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich, aber er wird hauptsächlich mit etwas in Verbindung gebracht, das vor langer Zeit passiert ist und das sich für ihn unvollendet anfühlt. Das Spiel ist ein albernes Piratenabenteuer, so wie eh und je, aber es ist auch eine Geschichte über den Versuch, die Vergangenheit mit all ihren angeblichen jugendlichen Stärken und ihrem Ruhm zurückzuerobern. Guybrush wird dabei sowohl Erfolg haben als auch scheitern. Er wird sozusagen bekommen, was er will, aber es wird nicht das sein, was er erwartet hat. Ich sage das Gleiche für uns voraus. Okay. Tja. Mit dieser mich selbst mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Ja. Das war's. Das war Monkey Island. Okay. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Ende hält und von den Gedanken und von der kleinen Botschaft der Entwickler, was das ganze Spiel jetzt so bedeutet letztendlich. Tja. Puh. Best macht sich jeder so seine eigenen Gedanken, aber es war spaßig, war interessant, das alles zu erleben, war lustig. Sehr komfortabel gemacht, das Spiel. Hier und da vielleicht ein bisschen zu einfach, weil die hätte ich die schwierige Stufe wählen sollen. Wir haben auch nicht alles geschafft. Wir gucken mal in den Errungenschaften. Ja, so ein paar Sachen haben wir. Wir haben mal die Quizfragen alle, die meisten nicht beantwortet. Ich habe auch nicht alle gefunden. Hier fehlen noch. Also ein paar Quizkarten haben wir übersehen. Ich habe irgendjemand noch nicht gesagt, dass ich nach dem Geheimnis suche. Bei Wollys Lagerbeständen muss ich auch was übersehen haben. Okay. Im Otis befreit. Wir haben hier das alles erledigt. Ja. Stan die Zahnbürste gegeben. Also ein paar Erfolge haben wir. Wir haben 10 Quizfragen richtig beantwortet. Das muss man auch mal sagen. Ja, und das war's dann im Großen und Ganzen. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Return to Monkey Island. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Spiel wieder. Es würde mich freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.